Also der Uli kenne ich seit 2016, Bischofsmord. Und ich hätte nie gedacht, dass der Uli die Karriere als Fricker wahrscheinlich durch das gestartet hat. Der Uli, wer ob er im Geschäft ist, also als Geschäftsmann tätig ist, als Politiker tätig ist oder auch als Freund, er ist eigentlich immer die gleiche Person. Er ist immer der gleiche Mensch und ja, das schätze ich extrem. Ich habe den Uli natürlich in jensten Partys erlebt. Und was die wenigsten wissen, dass er ein guter Tänzer ist. Einmal nimmt er einen Schwung nach links, einmal nimmt er einen Schwung nach rechts. Aber den Takt hat er immer im Griff. Und das beschreibt eigentlich auch so, wie er als Mensch ist. Wenn man mit dem Uli zusammen ist, der Altersunterschied ist eigentlich gar nicht da. Der Uli ist ein Vorbild für mich, ganz klar. Für mich ist das immer wieder interessant zu sehen, was er da für Wege geht. Und euch mit ihm über die Wege zu reden und ja, zu lernen. Wenn man mit den Schienenmitarbeitern redet, die fühlen sich wie in einer Familie. Die fühlen sich sicher, weil es ist ja heute wichtig, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Aber in Schienenvisionen, die er hat, ist er schon der vorgeht und das Unternehmen immer weiterbringt und ja, eine sichere Zukunft für die nächste Generation wieder darbietet. Clever, herzvoll, und eine coole Socke. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Oli zusammenkomme, über gewisse Anliegen, wie zum Beispiel über soziale Themen, wie die KESB ist ein grosses Thema gewesen, darf diskutieren. Obwohl es der Oli so bekannt ist, lernt er sehr viele Leute wiederum kennen, sehr viele Leute während ich noch euch noch mal kennenlernen. Und ich bin überzeugt, dass der Oli eines Tages im Bären sitzen wird.